Guten Morgen, meine Lieben. Es ist bei mir immer noch Sonntag und hier kommt das angekündigte Follow Me Around. Wir haben heute einiges vor und ihr könnt uns mal begleiten. Jetzt gerade habe ich eben gerade mein Video abgedreht vom Sonntag und der Bela ist am Frühstücken. Da ist Papa. Und Bela. Ja, das macht die Mama da. Trotz Ablenkung schon so toll futtern. Hast du schön gegessen? Alles, alle. Und da ist Super Papa aus dem, also ohne Nutella. Das für Papa und das gleich für Mama. Super Papa! Super Bela! Super Bela! So, und jetzt fahren wir los. Und nein, wir hatten es gerade überhaupt nicht eilig. Wir sind nur ungefähr 40 Minuten später dran, als wir wollten. Und ja, wo fahren wir wohl hin? Ja, wo bin ich? Bei der Katharina. Paulina ist ja mi Mami. Und wir sind eigentlich gerade im Wohnzimmer. Ich dachte mir nur, ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Hintergrund und so. Und jetzt gibt's Mittag bei der Paulina. Spaghetti Bolognese soll das übrigens sein. Naja, er isst es ja, ne? Super Papa, Super Bela, Spaghetti. Paulina, Katharina. Hallo. Sitzen wir schon wieder im Auto und das ist voll praktisch, weil Pauline ist so, dass ich sie eh nicht filmen kann. Bela, Katharina, hinter mir Pauline. Und wir fahren jetzt nach Hirschhorn und was da ist, werdet ihr sehen. Ganz schön Trubel. Mal schauen, wie viel ich euch zeigen kann. Voll das coole Karussell. Viele Stände. Und Leute in Gewand. Schilde und Holzschwerter für die Kleinen. Und da wird noch urig gegrillt. Lustige Spiele. Nein!
Mit Highlight. Da haben sie hin, gerade die richtigen Sachen gesagt. Naja, solange jemand aufpasst. Guck mal, daneben ist ein Glasbläser. Ja, gestern hat er. Wir waren auf Heiligen Karten. Können wir mal zu dem hingehen? Sollen wir uns mal was zeigen lassen? Aber auch so lange arbeiten. Oh, Mensch, der hat aber auch ein Talent. Hier ist auch noch mal eine kleine Bühne anscheinend. Spielplatz für Kinder unter 14 Jahren. Achso, nee, das ist allgemein hier. Da kann man Kerzen ziehen. Ist auch cool. Das kann ich auch. Nicht so gut. Yay, die Spinnen oder sowas ähnliches, ich weiß nicht genau. Die Salzstation und auf die Süßstation nie war, an der dann sehr so viel Mitschmann geht es doch nie was, so viel Knoblauch geht es doch nie was, so viel Zucker, Zimt oder Apfelbrei. Da braucht man absolut nicht mehr. Lebende Form für die
Ja, die Stufe ist toll. Guck mal, das ist auch cool, dass du so klar bist. Das ist so schön, dass du es dann noch hast. Ja. Gefangener wird abtransportiert. Ja, ist ja gut. Bela hat gerade Paulinchen ein Küsschen gegeben. Die Rocker sind gar nicht so schlimm, die teilen nämlich alles. Bela bietet ihr den Schnuller an, weil er knabbert eh lieber auf der anderen Seite. Wo ist er denn? Dein Papa will jetzt nur nicht wahrhaben, wo ist das so? Ja. Das liegt nur an dem Kühl. Thema Bela. Sprichst du mit der Katharina? Oh, war das die Mama? Oh. Das finde ich sehr interessant. Er ist auch, dass Babys zur Wahl gehen dürfen, gell? Kostenloser Babybrei für alle, sagt er. Wir sind wieder bei der Katharina zu Hause. Und die machen gerade die Pauline frisch. Und wir machen gleich Abendessen für den Bela noch hier, weil bis wir zu Hause sind, ist sonst zu spät. Nichtsdestotrotz, das sind die Papas, ne? Die passen auf euch auf. Ja,
dann nicht an mir vorbeikrabbeln, genau. Musst du mal festhalten, Pauline. Ist Katharina gerade interessanter? Ja, so sind sie, die Kerle, ne? Erst anfixen und dann abhauen. Achtung, ich glaube, die geht ganz. Ich halte die Kamera und du drückst den Knopf. Nein! Hallo! Wir wünschen euch einen wunderschönen Resttag. Mein Mann ist ganz auf einmal schüchtern geworden. Und jetzt könnt ihr jetzt, also das war wohl das Einzige, der Boyfriend-Check. Okay, wir fahren jetzt nach Hause. Uff. Geht's? Oh, ja. Und hatten einen ganz tollen Tag mit der Katharina und der Pauline. Ja. Alles Gute an euch. Ich hab dich auch. Sag mal, du hast die Pauline heute auch schon geknutscht. Ja. Der Bela ist jetzt schon ganz müde. Kriegt gleich noch ein Fläschchen und dann geht's in die Haie. So, Leute, das war's auch schon. Es war ein ereignisreicher Tag. Ich habe gerade Lachtränen gehabt, jetzt habe ich verschmierte Wimpern. Egal. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch, wann immer ihr dieses Video seht. Und ja, das war ein ereignisreicher Sonntag. Ciao.